Und es ist nicht auszudenken, wo wir heute stünden, wenn wir vor 4 Wochen, als es buchstäblich 5 vor 12 war, nicht zu dieser nationalen Kraftanstrengung bereit und in der Lage gewesen wären. Ja, da war es wieder, das Wort von der nationalen Kraftanstrengung, das Bundeskanzlerin Angela Merkel immer wieder verwendet, wenn es um Maßnahmen zum Schutz vor Corona oder zur Eindämmung der Pandemie hier in Deutschland geht. Eine nationale Kraftanstrengung, darum geht es aber auch, wenn wir über die Milliardenhilfen des Bundes für Unternehmen sprechen. Das wohl größte Investitions- und Konjunkturprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik. Jede Menge Geld, über das relativ wenig gesprochen wird. Und genau deshalb reden wir heute darüber. Freue mich, dass ihr dabei seid zur 12. Ausgabe mittlerweile schon von Studio M. Ja, wie sozial ausgewogen ist das Konjunkturprogramm oder sind die Unternehmenshilfen und wie nachhaltig sind sie vor allem? Vor allem, wenn wir auf ein großes Thema schauen, das in den letzten Wochen und Monaten eigentlich in den Hintergrund getreten ist, nämlich das Thema Klimaschutz. Das ist unser Thema, das Milliardenprogramm der Bundesregierung, eine verpasste Chance auch für den Klimaschutz. Und dazu habe ich wie immer ganz spannende Gäste. Wir reden dazu heute mit dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor Marcel Fratscher. Wir reden mit einem ehemaligen Wirtschaftsminister der CSU und für die Dauer der gesamten Ausgabe von Studio M hier mit dabei freue ich mich besonders. Carla Remzma, eine der bekanntesten Vertreterinnen von Fridays for Future. Hallo Frau Remzma. Hallo Herr Ressler. Ja, Corona und der Klimaschutz. Was würden Sie denn sagen? Hat Corona dem Klimaschutz weltweit genutzt oder geschadet? Corona hat uns definitiv nicht bei der Bewältigung der Klimakrise geholfen, weil was wir sehen ist, die Klimakrise schreitet auch während der Pandemie fort. Wir sehen, es gab zwar einen minimalen Rückgang an CO2-Emissionen, nichtsdestotrotz sind wir historisch auf einem Höchststand der CO2-Emissionen in der Atmosphäre seit mehreren Millionen Jahren. Und was wir nicht geschafft haben, obwohl die Klimakrise natürlich weiter fortschreitet, obwohl wir weiter CO2 emittieren, ist ein nachhaltiger Umgang, ist eine nachhaltige Transformation von der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir uns bewegen, wie wir produzieren. All das haben wir nicht gemacht und damit natürlich kostbare Zeit verloren. Dazu gleich im Detail, aber doch nochmal die Frage, die Emissionen, gerade was den Luftverkehr angeht, aber auch was den Autoverkehr angeht, sind doch deutlich zurückgegangen, auch in den westlichen Industriestaaten. Gibt es da eine Bilanz schon? Können Sie uns sagen, wie Sie das bewerten? Tatsächlich sind die Emissionen in dem Jahr natürlich ein Stückchen zurückgegangen, insbesondere aufgrund der starken Einschränkungen im Bereich Verkehr und Mobilität, teilweise auch aufgrund der Einschränkungen im Bereich der wirtschaftlichen Produktion. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das in der historischen Bilanz anguckt, haben wir dieses Jahr einen Höchststand der CO2-Emissionen in der Atmosphäre. Wir haben zwar einen Rückgang, der auch zumindest in Deutschland so massiv ist, dass wir das Klimaziel 2020 nur aufgrund der Corona-Pandemie einhalten könnten. Sonst hätte die Bundesregierung ihr eigenes Ziel verfehlt. Nichtsdestotrotz ist das also aus verschiedensten Gründen kein Erfolg bei der Bewältigung der Klimakrise. Einerseits haben wir das Ganze erreicht aufgrund von einer riesigen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Krise. Das sollte man niemals gegeneinander aufwiegen. Und andererseits haben wir diesen Schritt hin zu einer Transformation, zu einer nachhaltigen Wirtschaft, zu einer nachhaltigen Mobilität eben nicht gemacht. Da natürlich auch nicht die Investitionen gemacht an den Stellen, wo wir sie benötigt hätten. Und dementsprechend werden die Emissionen nach der Corona-Pandemie auch wieder genauso steigen, was man jetzt auch schon beobachten kann. Zu den Investitionen gleich, aber vielleicht nochmal eine Wissensfrage. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Wir haben ja eine deutliche Einschränkung gerade im Luftverkehr, aber auch sonst bei der Mobilität gehabt, dass die CO2-Emissionen in diesem Jahr jetzt doch auf einem Höchststand sind. Da kommt einiges zusammen. A, weil sich bei der CO2-Konzentration in der Atmosphäre solche kurzfristigen Effekte nicht so schnell niederschlagen, wie sie es jetzt vielleicht in einer Einjahresbilanz wären. Und gleichzeitig haben wir ja noch zusätzlich zum Verkehr auch andere sehr, sehr emissionsintensive Bereiche, wie insbesondere die Energieerzeugung und die wirtschaftliche Produktion der Industrie, auch der Agrarwirtschaft. Und in all diesen Bereichen gibt es einen deutlich niedrigeren Rückgang, der vergleichsweise klein ausfällt. Und dementsprechend ist es in der Summe nicht so viel. Dann kommen wir doch jetzt mal zu den konkreten Maßnahmen. Sie hatten ja schon ein paar Sachen angesprochen. Wie bewerten Sie denn die Unternehmenshilfen jetzt mal en gros insgesamt gesehen, gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz? Glauben Sie, dass da ein Umsteuern schon stattgefunden hat oder sehen Sie das eher als verpasste Chance?
das Investitionspaket, das Konjunkturpaket ist definitiv eine verpasste Chance und es ist eigentlich auch weitaus mehr, wenn wir uns angucken, wie historisch diese Investitionen sind und dass diese Investitionen, die wir jetzt im Jahr 2020 machen, im Zweifelsfall auch bedeuten, dass wir in den kommenden Jahren weniger investieren können, weil wir eben so viel Schulden aufnehmen. Gerade dann ist es mehr als eine verpasste Chance, weil wir können das nicht einfach so ausgleichen. Wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich weniger investieren können. Und was wir sehen, ist zwar, dass viel über Nachhaltigkeit und Klima und Zukunftsfähigkeit diskutiert wurde. Wenn man sich aber am Ende das Paket anguckt, was bei rausgekommen ist, dann werden sehr wenig nachhaltige Technologien wie Plug-in-Hybride gefördert. Mhm. Wir haben Gas, was weiterhin massiv subventioniert und als Brückentechnologie dargestellt wird, auch gerade im europäischen Bereich der Konjunkturmaßnahmen. Und sehen insgesamt, beispielsweise bei alle G20-Staaten betrachtet, eine weitaus höhere Investition in fossile Energieträger und fossile Industrien als in nachhaltige klimaneutrale. Und das ist ein fataler Fehler. Wir sprechen später noch über einzelne Maßnahmen, um die dann zu bewerten. Aber erstmal danke für diese Einschätzung. Trotzdem die Frage nochmal. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, angesichts der Nöte von vor allem Kleinunternehmern, angesichts der Nöte von Kulturschaffenden, sind diese Mittel für, die ja immens sind, also wir reden hier von insgesamt hunderten Milliarden, die hier ausgegeben werden, ist es nicht so, dass man sagen müsste, die akute Not der Unternehmer, die jetzt durch die Maßnahmen in der Pandemiepolitik vor allem getroffen sind, müssten doch vorgehen. Muss der Klimaschutz da nicht doch hintanstehen? Geht es nicht erstmal um die sozialen und wirtschaftlichen Nöte derer, die am stärksten von den Maßnahmen der Corona-Politik betroffen sind? Die Maßnahmen, auf die ich mich gerade bezogen habe, sind vor allen Dingen die Maßnahmen, die sich nicht jetzt auf Kleinunternehmer, Selbstständige, Kulturschaffende beziehen, sondern die große strukturelle Veränderung erwirken. Das sind einerseits Rettungspakete für die Lufthansa, die, wie wir alle wissen, ohne irgendwelche Klimabedingungen gerettet wurde. Aber auch eben, dass jetzt zum Beispiel Fonds bereitgestellt werden, die mehr Investitionen in bestimmten Bereichen erlauben, die aber dann sowas fördern, wie zum Beispiel Plug-in-Hybride, was einfach keine nachhaltige Antriebstechnologie ist. Ja. Das massiv dann auch, wenn wir sagen, wir wollen eine Verkehrswende, wir weiter vor allen Dingen den motorisierten Individualverkehr in Form von Autos fördern, anstelle zu sagen, wir fördern jetzt die Bahn. Also da geht es um die großen strukturellen Weichenstellungen und weniger jetzt um kurzfristige Überbrückungshilfen für einzelne Unternehmer. Also wir sprechen jetzt gleich mit jemandem, der die Politik der Bundesregierung, so habe ich ihn bisher jedenfalls verstanden, im Wesentlichen mitträgt. Das ist ein Politiker der CSU. Er war lange Wirtschaftsminister in Bayern und ist Mitglied im Bundesvorstand der Wirtschaftsunion. Das ist eine Organisation der CDU und der CSU für Vertreter des Mittelstands insbesondere. Und er ist auch Landesvorsitzender, das will ich nicht unterschlagen, der Mittelstandsunion. Franz-Josef Pschierer ist mir jetzt zugeschaltet. Hören Sie mich, Herr Pschierer, und sehen Sie mich? Ich höre Sie sehr gut. Ja, das ist doch schön. Herr Pschierer, wir reden hier und haben mit als Gast, damit Sie das wissen, Carla Remsmar von Fridays for Future. Ja, wir wollen ja uns vor allem über die Frage Gedanken machen, wie nachhaltig ist das Konjunktur- und Investitionsprogramm der Bundesregierung in diesen Corona-Zeiten? Wie ist denn Ihre Einschätzung? Sie sind ja nah dran an der Bundesregierung. Nun, es gibt in diesem Paket sehr vieles, was sehr schnell wirkt, was auch der Situation der Corona-Pandemie geschuldet ist. Ich denke an das Thema Kaufprämie, ich denke an die Hilfe für die Kommunen, ich denke an das Thema Digitalisierung. Da gibt es vieles, was sehr schnell wirkt und was jetzt in der akuten Phase auch wichtig ist. Es gibt ein paar Punkte, die sicherlich langfristiger angelegt sind. Das ist völlig klar, was das Thema Digitalisierung und Klimapolitik angeht. Da ist einiges drin, aber das lässt sich sicherlich nicht von heute auf morgen verwirklichen. Und meine persönliche Auffassung ist, dass es gerade beim Thema Klimapolitik nicht allein damit getan ist, dass der Staat Geld ins System pumpt, täglich neue Programme erfindet, sondern hier ist es wichtig, dass wir es schaffen, 82 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik bei diesem Thema mitzunehmen. Die sind ein ganz entscheidender Faktor beim Thema Klimapolitik. Und das fehlt mir manchmal in allen politischen Diskussionen,
Das ist so eine Art Automatismus nach dem Motto, wir pumpen viel Geld ins System und dann werden hinten schon die entsprechenden Ergebnisse rauskommen. Herr Pschirer, wir hören das oft, dieses Argument, man muss ja die Bürger und Bürgerinnen mitnehmen. Ist es nicht auch manchmal eine Ausrede dafür, Maßnahmen, die man heute schon treffen könnte, auf die lange Bank zu schieben? Ich sag mal ein Beispiel, was ja jetzt in den letzten Wochen bekannt geworden ist. Eine 1 Milliarden Prämie für die Umrüstung von Diesel-Lkw. Ist das das richtige Zeichen, wenn man sagen will, wir wollen Corona-Hilfen auch nachhaltig gestalten, auch im Hinblick auf den Klimaschutz? Nein, das allein ist es sicherlich nicht. Aber wenn ich angeführt habe, dass ich mehr Engagement auch von Seiten der Bürgerschaft erwarte, dann ist das ja nicht nur in den Tag hineingesprochen, sondern ich kann das ganz konkret begründen. Sie können Energiepolitik nicht ohne den Verbraucher machen. Und jeder Verbraucher hat die Möglichkeit, durch sein Konsumverhalten den Energiepreis zu beeinflussen, die Gestaltung des Energiekuchens, wie sich der Strom zusammensetzt. Jeder kann entscheiden durch sein Kaufverhalten, was Textilien angeht, was Wasserverbrauch angeht und vieles. Und ich will es an einem Beispiel ganz konkret deutlich machen. Ich war während meiner aktiven Zeit im Ministerium sicherlich jemand, der nicht der Befürworter war eines schnellen Ausstiegs aus der Kernenergie. Ich habe das akzeptiert, habe das auch mitgetragen. Ich musste dann allerdings die Erfahrung machen, dass die gleichen Menschen, die dankbar waren für den Ausstieg aus der Kernenergie, die es jetzt sind beim Ausstieg aus der Kohleverstromung, aber nicht gerade begeistert sind bei Biogasanlagen, bei der Errichtung von Windkraftanlagen, bei der Erneuerung von Wasserkraftanlagen und bei großflächigen Photovoltaikanlagen. Ja. Also ich erlebe in dieser Gesellschaft, gerade was das Thema geht, ein Höchstmaß an Doppelmoral. Ja, wir kommen vielleicht gleich dazu und Carla Remsma hat sich dazu auch gemeldet. Ich will trotzdem noch mal an meine Frage erinnern. Finden Sie denn eine Milliardensubvention für die Diesel-Lkw richtig oder falsch? Ich habe die Antwort jetzt noch nicht rausgehört. Da hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Ich respektiere diese Entscheidung, ich akzeptiere sie auch. Sie wird nicht die Wirkung entfalten, die wir uns erwarten. Es ist für mich ist ein bisschen ja kontraproduktiv gewesen, oder? Das kann ich akzeptieren. Aber dauerhaft werden wir die Umrüstung mit solchen Dingen natürlich nicht schaffen. Danke. Und jetzt hat sich Carla Remsma dazu gemeldet. Bitte, Frau Remsma. Ja, ich würde gerne zuerst einmal eingehen auf den Punkt, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Was wir in den vergangenen 2 Jahren gesehen haben, es gibt großen gesellschaftlichen Zuspruch für Klimaschutz und auch sozusagen für ein stärkeres Engagement der Bundesregierung beim Klimaschutz. Wir haben es auch während der Corona-Pandemie noch bei den Landtags- und Kommunalwahlen teilweise gesehen, wo, wenn man sich anguckt, was die wahlentscheidenden Themen waren, war Klima und Umwelt, selbst bei Kommunalwahlen, wo meistens ja Themen wie Verkehr und Wohnungsbau im Vordergrund stehen, mit das wahlentscheidende Thema. Dasselbe haben wir gesehen bei den Erwartungen, die auch an Angela Merkel und auch generell an die deutsche Regierung im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft gestellt werden. Und da jetzt zu sagen, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, da ruht man sich einfach gerne darauf aus, weil wir haben die gesamtgesellschaftlichen Mehrheiten, wir haben den Zuspruch zu mehr Klimaschutz und wir sehen es auch, Sie haben gesagt, Sie erwarten mehr Engagement von den Bürgerinnen und Bürgern. Sie sehen es auch, wenn Sie sich angucken, wie viele Menschen, sei es mit Fridays for Future, aber auch mit anderen Initiativen, auf die Straßen gehen, sich aber auch für auf andere Arten und Weisen für Umweltschutz, für Klimaschutz einsetzen. Und da jetzt zu sagen, wir brauchen mehr Engagement der Bürgerinnen, ist einfach sich aus der Verantwortung nehmen von der Politik, weil wir werden die Klimakrise nicht durch Eigenverantwortung und alle errichten, sehr, sehr kompliziert unter dem neuen EEG, was auch aus Ihrer Fraktion beziehungsweise von dem Wirtschaftsminister aus Ihrer Partei kommt, wo das Errichten beispielsweise von Solaranlagen sehr stark verkompliziert wird, darauf zu bauen, dass wir jetzt die Klimakrise durch Eigenverantwortung und das Errichten von PV-Anlagen auf Hausdächern lösen werden, das stimmt einfach nicht. Und wir brauchen da das politische Handeln. Da sind Sie auch als Politiker einfach in der Verantwortung. Herr Pschirer, dazu direkt. Frau Riebster, in aller Freundschaft, aber da muss ich doch widersprechen. Ich habe vorher das Wort Doppelmoral benutzt. Und wissen Sie, was mir auffällt? Mir fällt auf, dass sich Bürger immer dann gern umweltfreundlich und klimafreundlich verhalten, wenn es Geld vom Staat gibt. Sie verhalten sich nicht dann klimafreundlich, wenn sie es aus dem eigenen Geldbeutel bezahlen müssen. Das gilt für das Anschaffen eines Autos, das gilt für den Austausch einer Heizung. Ich merke inzwischen einen Boom bei allen Heizungsbauern. Die Auftragsbücher sind voll. Warum? Weil wenn sie die alte Ölheizung rausschmeißen und eine neue Pelletsheizung reingeben, gibt es 45% Zuschuss. Und da erwarte ich mir vom Bürger einfach auch, und da müssen wir Politiker auch deutliche Worte sprechen, den Bürgerinnen und Bürgern, auch in Versammlungen gegenüber, nicht immer nur sagen, hab Verständnis für sie, sondern diese Doppelmoral auch ankreiden. Ich tue das, Frau Remsma, nehmen Sie mir das bitte ab, auch in anderen Bereichen. Ich könnte das Thema Ernährungspolitik nehmen. Jeder hat die Möglichkeit, hochwertige, regional erzeugte Nahrungsmittel zu kaufen. Das tut er in den Worten auch. An der Ladentheke entscheidet der gleiche Bürger.
der viel Geld vielleicht für seinen Urlaub, für Edelklamotten ausgegeben hat, häufig nach dem Geldbeutel. Deshalb meine Bitte auch an Sie, oder zwei Bitten. Einmal, dieses Mitnehmen des Bürgers nicht nur so appellativ zu machen, sondern ihn auch wirklich den Spiegel vorhalten. Das ist das Erste. Und das Zweite, Frau Rehms, war bei allem Respekt vor Ihrem Engagement, es hilft mir nichts, wenn wir in Deutschland einseitig Ziele hochschrauben, verschärfen, sogar über EU-Vorgaben noch hinausgehen. Und Franzosen, Italiener und die Briten müssen sich künftig an gar nichts mehr oder weitestgehend an gar nichts mehr halten. Die sagen, dann ist doch ganz gut, wenn wir uns dadurch Wettbewerbsvorteile schaffen. Das heißt, ich würde es gern sehen, wenn Fridays for Future auch den Blick über die bundesrepublikanischen Grenzen hinausrichten würde. Herr Pschirer, jetzt haben Sie gerade das europäische Ausland, sorry, da gehe ich einmal kurz rein, gleich Frau Rehms mal dazu. Herr Pschirer, jetzt haben Sie gerade Frankreich angesprochen und jenseits des Verhaltens der Bevölkerung gehen Sie ja doch als CSU-Politiker, gehe ich jedenfalls davon aus, teilen Sie doch den Glauben an die gestaltende Kraft von Politik. Ansonsten hätte ich da was missverstanden in der Geschichte des Freistaats Bayern. Wenn man das so sieht und wenn man sich anschaut, welche Punkte da jetzt im Zusammenhang mit diesem Konjunkturprogramm ja verabschiedet worden sind. Ich hatte es angesprochen, eine Milliardensubvention für neue Diesel-Lkw, eine hunderte Millionen für neue oder für die Unterstützung von Regionalflughäfen beispielsweise. Das sind zwei Beispiele, die man angeben kann, aber auch die Teilhabe der Bundesregierung, die Beteiligung der Bundesregierung bei der Lufthansa. Und da Sie Frankreich ja gerade angesprochen haben, in Frankreich wurde das so geregelt, dass die Beteiligung des Staates bei der Air France mit dem Versprechen einherging, Kurzflüge künftig einzuschränken. Warum hat man sowas in Deutschland nicht gemacht? Warum hat man die Möglichkeiten der Gestaltung in Sachen Klimaschutz hier nicht wahrgenommen und stattdessen viel Geld ausgegeben für Dinge, die doch offensichtlich gegen das Ziel von Klimaneutralität stehen? Nun, ganz so ist es ja nicht. Beim Thema Lufthansa war es tatsächlich so, dass es auch innerhalb der Mittelstandsunion sehr unterschiedliche Auffassungen gegeben hat. Und ich sage ganz offen, auch in unserer Arbeitsgemeinschaft hat es viele gegeben, die kein Verständnis dafür hatten. Ich persönlich habe beim Besuch von Herrn Altmaier in unserer Landtagsfraktion deutlich gemacht, dass ich nicht akzeptieren kann, wenn über die Lufthansa hinaus jetzt der Staat weiter konservierend in Unternehmensbeteiligungen einsteigt. Da habe ich ein ganz anderes Verständnis, auch was das Thema Marktwirtschaft angeht. Was die Unterstützung von Regionalflughäfen angeht, gebe ich Ihnen recht. Ich habe selber in meiner Region einen Regionalflughafen Memmingen in der Nachfolge eines Militärflugplatzes. Der wurde von der regionalen Wirtschaft nicht mit Worten gefordert, sondern mit Geld unterstützt. Hier hat der Freistaat Bayern bis zum heutigen Tag nicht einen Cent, nicht einen Euro investiert in die Betriebskosten. Er hat gesagt, ich helfe euch bei der Investition, aber entweder ihr könnt dann selber laufen oder das war's. Also insofern widerspreche ich Ihnen nicht, wenn Sie sagen, es gibt auch Grenzen, wo der Staat sagen muss, das gehört in einer Marktwirtschaft, ist marktwirtschaftliches Risiko eines Unternehmens. Naja, aber das Geld für die... Bitte? Was ansonsten die steuernden Elemente angeht, wir haben ja im Konjunkturpaket doch einige Lenkungswirkungen drin. Und Sie wissen so gut wie ich, dass bei der Kaufprämie für Autos die CSU und mein Ministerpräsident etwas anders erwartet hätte. Wir wollten nicht, dass es nur explizit für die E-Fahrzeuge und für die Hybrid- und Plug-in-Fahrzeuge gilt, sondern wir wollten natürlich auch durchaus, da stehe ich auch dazu, eine Kaufprämie dann auch für hochmoderne, abgasarme Dieselautos. Mhm. Also so ist es nicht, dass wir nicht versucht haben, da auch zu steuern. Wir hätten uns, wie gesagt, beim Thema Automobil, die andere Richtung in dem Fall. In die andere Richtung in dem Fall, weil Sie haben sich ja da nicht mit durchgesetzt, was die Forderung von Verbrennungsmotoren angeht. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie dann sagen, die Bundesregierung hätte die Lufthansa auch verpflichten sollen oder in die Pflicht nehmen sollen, wie es die Franzosen gemacht haben, um zu sagen, keine Kurzstreckenflüge in Zukunft mehr, wenn ihr das Geld von uns bekommt. Da würde ich Ihnen sogar zustimmen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil wenn ich heute den innerdeutschen Flugverkehr betrachte, dann ist der für mich in vielen Bereichen obsolet. Ich bin, wie gesagt, Bayer, ich bin häufiger in Berlin. Ich würde auch heute selbst unter normalen Bedingungen nicht mehr in München in den Flughafen im Erdinger Moos einsteigen und würde im neuen BER in Berlin aussteigen, sondern ich setze mich in München in den Intercity, der in 3:55 heute von München Hauptbahnhof bis Berlin Hauptbahnhof fährt. Innerdeutscher Flugverkehr gebe ich Ihnen vollkommen recht, und das sagt Ihnen jetzt ein überzeugter Marktwirtschaftler und CSUler. Da hätte ich mir durchaus Steuerungsmöglichkeiten
vorstellen können. Wir brauchen internationalen Flugverkehr, wir sind ein internationaler Standort, wir sind Drehscheibe, das gilt für Geschäftsreisende, das gilt für Cargo-Bereiche und für andere Bereiche, aber ich muss weder von Nürnberg noch von München aus nach Berlin fliegen, sondern da gibt es andere Möglichkeiten. Carla Rinsma dazu. Ja, ich wollte gerne noch mal zu dem Punkt, was Sie vorher erwähnt haben, dass Bürgerinnen und Bürger sich ja im Zweifelsfall doch eben, ja, da das, Sie haben da gesagt, es würde diese Doppelmoral vorherrschen und Leute würden Klimaschutz einfordern und sich dann nicht so verhalten. Was wir da an der allerersten Stelle erstmal anerkennen müssen, ist, dass unser Staat gerade auch Anreize dazu setzt, sich klimaschädlich zu verhalten. Wir haben zwar ein marktwirtschaftliches System, aber die Kosten von klimaschädlichem Verhalten werden in den wenigsten Fällen eingepreist in irgendwelche Produkte. Wir haben in Fällen wie zum Beispiel von Dienstwagen haben wir noch eine Steuererleichterung für klimaschädliches Verhalten, ebenso bei der Steuerbefreiung für Flüge innerhalb Deutschlands etc. Da gibt es viele, viele Beispiele und da muss man sich einfach angucken, dass wir aktuell ein System haben, was das auch einfordert, was das befürwortet durch eben wirtschaftliche Anreize, die wir da haben, durch Steuererleichterungen, durch direkte Subventionen. Und das ist einfach was, was im Jahr 2020 mitten in der Klimakrise nicht mehr sein können, dass wir klimaschädliches Verhalten mit Steuergeldern in der Höhe von über 50 Milliarden Euro im Jahr subventionieren. Und da hat sich übrigens Deutschland auch schon vor mehreren Jahrzehnten mit den anderen G20-Staaten auch zusammen gesagt, sie wollen fossile Subventionen abschaffen. Ist bis heute nicht passiert und sollte ja eigentlich genau in ihrem Sinne sein. Und da ist auch die Frage, warum passiert das nicht? Und warum passiert das nicht auch beispielsweise jetzt in so einem Rahmen, wo man sagt, wir wollen ja gerade Richtung Klimaschutz in der Wirtschaft uns bewegen? Herr Tschirer. Das Problem ist, Frau Imsa, vielen von dem, was Sie gesagt haben, könnte ich ja durchaus zustimmen, wenn Sie mir auf der anderen Seite versichern, dass Sie alles tun werden, dass das in Paris, in London und in Rom genauso gesehen wird. Nehmen Sie das Thema Flugbenzinbesteuerung. Habe ich doch kein Problem damit. Nur ich habe ein Problem damit, wenn das nationale Alleingänge sind. Und ich werde als Vorsitzender der Mittelstandsunion immer gegen diese nationalen Alleingänge kämpfen. Das haben wir sehr häufig in den letzten Jahren gehabt. Wir haben aus der EU Vorschriften und Richtlinien Verordnungen bekommen und haben dann immer noch eins draufgegeben. Zum Nachteil auch unserer Wirtschaft. Und damit Sie auch sehen, dass in Europa da durchaus auch ein bisschen Doppelmoral herrscht. Die EU-Kommission, natürlich durchaus geprägt auch von französischen Interessen, tut sich doch sehr leicht beim Thema Verschärfung von Abgasnormen für die Automobilwirtschaft. Sagen Sie mir mal nennenswerte Beispiele der französischen, britischen oder italienischen Automobilwirtschaft. Wir sind Automobilstandort. Das heißt, aus der Sicht eines französischen Politikers ist es doch wunderbar zu sagen, da klopft man ordentlich drauf, weil ob die Autos dann letztlich aus China kommen oder aus Japan oder den Vereinigten Staaten, kann uns wurscht sein, solange sie nur unseren Mitwettbewerber Deutschland nicht immer noch stärker machen. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen versuchen, hier die Kirche im Dorf zu lassen und nicht immer zu sagen, wir sind der Klassenbeste. Ich bin ja auch dafür, dass man sich anstrengt. Aber ständig in der ersten Reihe vorne weg zu marschieren und damit die eigene Wirtschaft mehr als andere Länder zu belasten, das wird nicht funktionieren. Frau An der Stelle würde ich gerne noch mal dazu Übrigens, Frau Rehmstra, nur eine Anmerkung. Auch Sie als Angehöriger der Jungen, der nachwachsenden Generation, auch Sie werden darauf angewiesen sein, dass diese Wirtschaft weiter funktioniert und auch Wirtschaftswachstum generiert. Und das wird nicht gehen, wenn wir permanent nationale Alleingänge machen und unsere eigene Wirtschaft unnötig belasten. Genau an der Stelle würde ich aber gerne gerade bei dem Fall der Automobilindustrie nochmal darauf zurückkommen, wenn wir uns angucken, wir haben ganz, ganz viele Staaten außerhalb Europas, aber auch beispielsweise das Vereinigte Königreich, wir haben China, wir haben Kalifornien, wo Verbrennermotoren innerhalb des nächsten Jahrzehntes verboten werden. Wenn die deutsche Industrie hier nicht den Wandel schafft, dann wird es nicht an verschärften europäischen Abgasnormen liegen, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig ist, sondern einfach, weil ihr der Exportmarkt fehlt außerhalb Europas und im Zweifelsfall auch in europäischen Ländern. Und das sind auch genau die Zukunftsperspektiven, wo es um Jobs geht, wo wir zwar vielleicht jetzt noch 10 Jahre lang mit Steuergeldern die Transformation aufhalten können und sagen können, wir tun so, als wäre alles in Ordnung und als könnten wir weitermachen wie bisher, aber einfach im Zweifelsfall dann in 10 Jahren einen viel, viel härteren Umbruch haben, wenn niemand mehr aus den benannten Ländern zum Beispiel Verbrennermotoren nachfragt. Und das ist ein ganz, ganz substanzielles Problem auch für Leute meiner Generation, die sich tatsächlich fragen, was sind vielleicht Jobs, die irgendwie langfristig zukunftsfähig sind, die eine Perspektive haben und die mir hier auch eine Perspektive bieten, worüber sich wirklich viele Leute in meiner Generation Gedanken machen. Und zu dem zweiten Argument, dass Deutschland ja nicht jetzt irgendwie immer nur alleine fortschreiten könnte. Erstmal haben wir uns zum Pariser Klimaabkommen bekannt und das bedeutet auch, dass wir uns auch selber daran halten sollten, erstmal nicht nur bei der Frage, wie verhalten sich die anderen Länder, sondern auch wir als Deutschland haben diese Verpflichtung, das einzuhalten. Und dann sagt Deutschland ja gerne selber, es wäre Vorreiter in dem Bereich, auch diplomatisch.
und muss dann auch vorangehen und zeigen, okay, es kann funktionieren. Wir können Klimagerechtigkeit eben erreichen, wir können substanziell Emissionen reduzieren, gerade in einem Land, was die wirtschaftlichen Möglichkeiten hat, was die finanziellen Möglichkeiten hat und was auch historisch eine so große Verantwortung trägt, weil wir eben auf einem extrem großen Emissionsausstoß und einen gesamten Wohlstand aufgebaut haben. Und diese Verantwortung anzuerkennen und dann zu sagen, wir gehen auch international voran, schaffen damit Möglichkeiten, gerade auch für die Länder im globalen Süden, sich selber erstmal zu entwickeln. Das sind alles Sachen, die wir da auch mit einbedenken müssen und wo wir uns nicht darauf ausruhen können, ja, aber in China werden doch gerade Kohlekraftwerke gebaut. China hat übrigens ein deutlich ambitionierteres Klimaziel als manche europäische Länder gerade verabschiedet. Vielleicht nur die Anmerkung, Frau Imsor, was diese Ziele angeht. Ich bin jetzt nicht der Anwalt der bundesdeutschen Automobilkonzerne und ich hätte genügend Grund, auch da das eine oder andere zu kritisieren. Vielleicht hat der eine oder andere Vorstandsvorsitzende sich zu lange darauf ausgeruht, dass man möglichst viele Fahrzeuge der Oberklasse und der Luxusklasse in China, in den Vereinigten Staaten absetzen kann. Und zwar einfach über Qualitätsvorteile, wo der Preis dann keine Rolle spielt. Tatsache ist für mich aber auch, dass in den letzten Monaten, wenn Sie sagen wir mal die letzten ein, zwei Jahre nehmen, wenn ich jetzt mal VW nehme, gilt aber auch für die bayerischen Automobilkonzerne BMW und Audi. Wenn Sie VW nehmen, die sehr stark und sehr konsequent auf E-Fahrzeuge umstellen. Wenn Sie sehen, dass Sie heute keinen deutschen Anbieter mehr haben, bis hin zu Porsche in Zuffenhausen, der nicht das Thema E-Mobilität auf der Tagesordnung hat und entsprechende Modelle auch auf den Markt bringen will. Wo wir beide uns unterscheiden, Frau Riemsmer, ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir beide Auto fahren, das mögen Sie mir jetzt bitte übel nehmen, wenn ich das so hart formuliere, dann neigen Sie eher zur Vollbremsung und ich neige dazu, etwas langsam abzubremsen und da vielleicht manchen Kollateralschaden zu vermeiden. Herr Pschirer, wenn ich das Bild aufnehmen darf, Vollbremsung. Wir haben im Augenblick ja, um auf das Thema Corona-Maßnahmen noch mal ein bisschen exakter einzugehen, wir haben ja im Augenblick eine Vollbremsung oder eine Halbvollbremsung, wenn es sowas überhaupt gibt, der deutschen Wirtschaft. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass im nächsten Jahr möglicherweise, wenn das Impfstoffversprechen sich erfüllen wird, wieder ein schnelles Anfahren der Wirtschaft haben werden, wenn, wie Sie ja selber gesagt haben, klimawirksame, nachhaltige Maßnahmen durch das Investitions- und Konjunkturprogramm mindestens zu wenig abgestimmt und verabschiedet worden sind, befürchten Sie dann nicht auch, dass wir im nächsten Jahr einen rasanten Anstieg wieder von klimaschädlichen Emissionen haben werden? Gerade weil die Bundesregierung ihre Hausaufgaben dann eben nicht gemacht hat? Die Gefahr besteht. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, dass die Gefahr nach dieser Krise besteht, dass man in alte Verhaltensmuster zurückfällt. Deshalb sage ich Ihnen auch als Mittelstandspolitiker, ich bin nicht dafür, und Sie werden mich nicht erleben als jemand, der dann ins alte Fahrwasser zurückfährt, sondern ich sage, diesen Weg Richtung Klimaneutralität, den werden wir gehen. Den können wir auch durchaus gehen, weil er marktwirtschaftlich für uns durchaus auch Vorteile bietet. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland wird in vielen Bereichen in den nächsten Jahren nicht mehr teure Autos vielleicht ins Ausland verkaufen, sondern hochwertigste Umwelttechnologie, was wir jetzt schon tun. Was ich für die Wirtschaft fordere, ist etwas ganz anderes. Ich fordere jetzt keine Entlastung, was das Thema Klimaschutz angeht oder Reduzierung von Klimaschutzzielen. Aber ich erwarte von der Bundesregierung schon, wer immer diese Bundesregierung im nächsten Jahr dann stellt, dass was die Belastungen der Wirtschaft angeht, das sind insbesondere die Belastungen, was Steuern angeht, das sind, Frau Riemsmer, das wird Ihnen vielleicht nicht gefallen, auch die Belastung mit Energiekosten. Aber auch da kann ich was tun als Staat. Ich kann sagen bei der EEG-Umlage, okay, ich will erneuerbare Energien. Ich will sie in den Markt bringen, noch stärker. Ich will den Anteil sogar noch erhöhen. Aber es darf nicht zum Nachteil für die produzierende Wirtschaft sein. Aber ohne Belastungen, das heißt, wird es doch nicht gehen. Also wenn man sagt, man will umsteuern, wenn man mit Hilfe der Steuerpolitik Nachhaltigkeit und Klimaschutz schaffen will, wenn man mit den Mitteln, die man jetzt ja auch der deutschen Wirtschaft und auch Großunternehmen gibt, wenn man das nicht verknüpft mit klaren Bedingungen in Sachen Klimaschutz, anders geht es doch nicht. Oder glauben Sie, dass das ein Selbstläufer wird? Ich glaube, dass viele Unternehmen, und die Unternehmen, das täuscht manchmal, wenn sie sich heute die Mühe machen und gehen in mittelständische Betriebe, dann haben sie dort ein sehr stark ausgeprägtes Umwelt- und Klimabewusstsein. Und zwar nicht rein aus ethischen Gründen, das will ich gar nicht behaupten, sondern ganz einfach aus fiskalischen Gründen, weil es sich für die rechnet.
weil sie es rechnet, in einem Betrieb alte Glühbirnen durch moderne LED-Beleuchtung zu ersetzen. Weil es sich rechnet, die alte Heizungsanlage rauszuschmeißen, das Gebäude zu dämmen und eine moderne Heizungsanlage reinzunehmen. Aber wir müssen bitte aufpassen, gerade beim Thema Energiekosten. Wir sind inzwischen der Spitzenreiter in Europa mit Dänemark an der Spitze, was die Stromkosten angeht. Das mag für den Privathaushalt durchaus tragbar sein. Da geht es im Jahr um 30, 40, 50 Euro rauf oder runter. Aber für die energieintensiven Bereiche geht das nicht. Und Frau Riemsma, da bitte ich das auch nicht falsch zu verstehen. Es gibt ja immer Menschen, die sagen, das brauchen wir alles nicht mehr. Die Wirtschaft der Zukunft, die wird digital sein. Die wird digitalisiert, aber sie wird weiterhin analog sein. Wir werden in keiner Volkswirtschaft leben, wo man sich gegenseitig bedient, besucht, pflegt und die Haare schneidet. Sondern das sind alles wichtige Dienstleistungen. Sondern wir werden weiter Produktionsstandort sein. Und deshalb macht es doch keinen Sinn, eine Energiepolitik zu machen, die am Schluss dazu führt, dass energieintensive Betriebe dann in Polen, Ungarn oder Tschechien errichtet werden. Das hätte ich jetzt an der Stelle auch gar nicht eingeworfen. Aber was wir uns hier angucken müssen, ist, dass gerade jetzt, wo Sie von den Energiekosten sprechen, für die energieintensiven Industrien ist es ja heute so, dass Energie und Strom 9-mal so hoch besteuert wird wie Gas. Was einen vollkommen falschen Anreiz setzt, weil wenn wir es schaffen, eine Energiewende tatsächlich hinzubekommen zu mehr erneuerbaren Energien, was gerade das CDU-geführte Wirtschaftsministerium mit der neuen EEG-Novelle, von der Sie auch gerade gesprochen haben, ja wirklich verhindert. Wenn wir es schaffen würden, diese Energiewende hin zu grüner Technologie, grüner Energieerzeugung hinzubekommen, dann wäre es viel, viel sinnvoller, würden wir in den Industrieanlagen auch mehr auf Elektrifizierung setzen, was wir aber durch solche Anreize, dass Strom beispielsweise 9-mal so hoch besteuert wird wie Gas, ja verhindern. Und das sind genau solche fiskalischen Anreize, die wir komplett falsch setzen und womit wir ja auch Investitionen in die falsche Richtung, wo wir uns angucken müssen, wenn jetzt Industrieanlagen gebaut werden, dann stehen die teilweise für 40, 50 Jahre da. Und wenn man jetzt den Anreiz setzt, die mit Gas zu betreiben, dann schließen wir für die nächsten 40, 50 Jahre gasbetriebene Anlagen in unser System ein mit CO2-Emissionen, die wir nicht mehr loswerden. Aber und da sind es einfach die vollkommen falschen Anreize, die jetzt auch aus dem Wirtschaftsministerium kommen, gerade im Bereich Energiepolitik, gerade im Bereich Ausbau erneuerbarer Energien, der mit aller Kraft gerade blockiert wird, weil es finanziell einfach unlukrativ gemacht wird, beispielsweise PV-Anlagen zu installieren, aber auch total erschwert wird, Windkraft zu installieren. Und das ist ein riesiges Problem, was wir haben. Ich merke schon, wir könnten die Diskussion, Herr Pschirer, jetzt lange noch weiterführen. Wir müssen an dem Punkt jetzt leider zum Ende kommen. Erstmal vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich bin sehr gespannt, ob Sie sich an dem einen oder anderen Punkt vielleicht ja sogar in Ihrer Partei da noch durchsetzen. Immerhin klingt das doch nach ein bisschen innerparteilicher Opposition in der CSU, wenn ich hier an Förderung von Regionalflughäfen oder an Bedingungen für die Lufthansa bei Einschränkungen von Kurzstreckenflügen höre. Bin sehr gespannt, wie die Diskussion da weitergeht und ob Menschen wie Sie sich an dem Punkt durchsetzen, Parteivertreter. Vielen Dank, Herr Pschirer. Herzlichen Dank. Tschüss nach Bayern. Gerne. Tschüss. Frau Riemsma, Sie sind noch da. Ich bin noch da. Gut, dann vielleicht die Frage jetzt an Sie. Wie bewerten Sie denn die Einschätzungen von Herrn Pschirer? Sehen Sie da eher Grund zur Hoffnung oder sagen Sie, nee, nicht? Also so erschreckend es klingen mag, aber für mich bietet diese Ausführung von Herrn Schirach gar keinen Grund zur Hoffnung. Es bestätigt einfach die vorherrschende Narrative, die wir haben. Klimaschutz würde unsere Wirtschaft zerstören, Klimaschutz würde Arbeitsplätze kommen und Klimaschutz sei sozial ungerecht, was einfach nicht stimmt. Aktuell haben wir durch klimaschädliche Maßnahmen eine viel höhere Belastung, gerade bei Geringverdienern, durch beispielsweise Steuersubventionen für Dienstwagen, die meistens eher privilegierten Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Und was wir da erleben, ist einfach wirklich eine Blockadehaltung von der so wichtigen Transformation, die wir jetzt unter anderem mit den Corona-Maßnahmen hätten angehen können. Das hätte natürlich nicht gereicht, um die Transformation zu erreichen, aber die Blockade, die wir da erleben, finde ich schon sehr erschreckend zu sehen. Was hätte man denn Ihrer Meinung nach machen können, jetzt mit den hunderten Milliarden, die als Konjunktur- und Investitionsprogramm ausgegeben werden? Sagen Sie doch mal, so eine Maßnahme, von der Sie sagen würden, das hätte sich doch relativ schnell beschließen und dann auch umsetzen lassen. Und das wäre nachhaltig im Sinne des Klimaschutzes gewesen. Wir hätten Mobilitätsprämien anstelle von Autoprämien gebraucht.
was heißt, um allen Menschen auch eine Mobilität zu ermöglichen. Auch eine E-Auto-Prämie kommt am Ende nur Leuten zugute, die ein Auto kaufen wollen. Investitionen in die Bahn, um tatsächlich dann die Verkehrswende auch auf der infrastrukturellen Seite zu unterstützen, wären zwei sehr einfache und wirksame Mechanismen gewesen, um da anzusetzen. Selbe Geschichte auch im Bereich dann der erneuerbaren Energien, wo der Ausbau dringend notwendig wäre und auch innerhalb der deutschen Wirtschaft ja möglich wäre, wo viele Leute ja arbeiten tatsächlich. Ja, werden wir das gleich noch mal ein bisschen vertiefen mit jemandem, der sich darüber auch schon seit vielen Jahren viele Gedanken macht, nämlich mit dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor Marcel Fratscher. Mit ihm wollen wir aber nicht nur darüber reden, ob das Ganze nachhaltig im Sinne von Klimaschutz ist, sondern auch darüber, inwieweit das sozial ausgewogen und gerecht ist, was wir da in den letzten Monaten in den Konjunktur- und Investitionsprogrammen der Bundesregierung erlebt haben. Ich freue mich, dass er dabei ist, bekannter und geschätzter Gesprächs- und Interviewpartner auch beim Monitor. Hallo, Professor Marcel Fratscher nach Berlin. Hallo, guten Tag. Wir haben hier, das werden Sie nicht alles mitbekommen haben, gerade sehr kontrovers über die Frage gesprochen, wie nachhaltig das Investitions- und Konjunkturprogramm der Bundesregierung im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen ist. Vielleicht mal vorneweg, gab es eigentlich schon mal ein Konjunktur- und Investitionsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik, das ein derartig großes Volumen hatte und damit verbunden auch derartig große Chancen? Vergleichbar ist es vielleicht mit der Wiedervereinigung. Und natürlich ist Anfang der 90er Jahre riesige Investitionen gerade in die neuen Länder geflossen, in eine neue Infrastruktur, neue Institutionen, also ganz, ganz viel gemacht worden. Das ist sicherlich ein Vergleich. Ne? Und es wird immer gesagt, da sind knapp 1000 Milliarden Euro an Investitionen in Ostdeutschland geflossen, allerdings über einen viel längeren Zeitraum. Also wir reden über 10, 15 Jahre. Aber in so kurzer Zeit gab es das eigentlich noch nie. Und das macht es so schwierig für uns, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zu verstehen, was ist richtig, was ist falsch, wie muss es gesteuert werden, was sind die Effekte. Aber ja, also wir betreten eigentlich hier komplettes Neuland. Wir haben ja auf der einen Seite Überbrückungsgelder, Kurzarbeitergeld, also vor allem Hilfen für die Leute, die jetzt akut und unmittelbar durch die Maßnahmen der Pandemiebekämpfung betroffen sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Investitionen in bestimmte Bereiche. Wie würden Sie das denn sehen? Würden Sie denn sagen, dass bei dem Gesamtvolumen, mit dem wir es jetzt zu tun haben, genügend Möglichkeiten auch für Gestaltungsräume bestanden hätten durch die Bundesregierung? Zum einen halte ich viele der Maßnahmen für gut. Also die Strategie, die die Politik im Augenblick gefahren hat, ist erst einmal Strukturen stabilisieren, Schlimmeres verhindern, Pleiten von Unternehmen verhindern, Arbeitslosigkeit verhindern. Das ist, glaube ich, erst einmal auch richtig. Mein Kritikpunkt oder meine Sorge vielmehr ist, dass bei diesem Fokus auf kurzfristige Stabilisierung existierende Strukturen eher zementiert werden. Und dass der notwendige Strukturwandel in Richtung Klimaschutz, aber auch digitale Transformation, soziale Transformation in diesen drei Bereichen, dass diese Investition, diese Fokussierung bisher zu kurz gekommen ist. Und meine Sorge ist, dass man diese Konjunkturprogramme viel stärker so gestalten muss, dass man eben nicht existierende Strukturen so zementiert, dass dann dieser Strukturwandel erschwert wird. Und deshalb sehe ich eine Notwendigkeit, jetzt auch in den kommenden Monaten, wenn über neue Maßnahmen nicht nur nachgedacht werden, sondern jetzt ja auch neue Programme umgesetzt werden, dass man wirklich viel stärker diesen Strukturwandel auch in Bezug auf Klimaschutz in den Blick nimmt und sagt, wir müssen, also man kann diesen Spagat hinbekommen. Es besteht kein Widerspruch zu sagen, wir wollen den Unternehmen helfen, aber gleichzeitig wollen wir die Transformation Richtung Klimaschutz, Digitalisierung vorantreiben. Und das ist, glaube ich, was viel stärker in den Fokus muss. Für mich ist ganz wichtig, da besteht nicht zwingend ein Widerspruch, sondern wir müssen nicht nur über das nächste Jahr denken, sondern die Frage, wie können die Unternehmen auch in 5 und in 10 Jahren wettbewerbsfähig sein? Und das werden sie nur, wenn sie diese Transformation viel ernsthafter als bisher angehen. Könnten Sie mal konkrete Bereiche nennen, wo Sie sagen würden, da haben wir Chancen verpasst oder drohen Chancen zu verpassen? Ja, offensichtliches Beispiel ist natürlich die Automobilbranche. Große Stärke für Deutschland, wirtschaftlich gesehen in den letzten 50 Jahren. Hochinnovativ, geben sehr viel Geld für Forschung und Entwicklung ein.
aus, sind Weltmarktführer, schaffen viele Jobs. Und diese Branche hat diesen Strukturwandel verschlafen bisher. Man hat sich auf den Lorbeeren ausgeruht, hat versucht, alte Technologien, solange es möglich geht, auszuschlachten und ist jetzt ins Hintertreffen geraten. Das nicht erst seit der Pandemie. Wir haben bereits in der Automobilbranche 2019 massiven Einbruch gesehen. Und jetzt sagt die Automobilbranche, wir hätten gerne Unterstützung, wir hätten am liebsten auch eine Kaufprämie für Verbrennungsmotoren. Das ist genau ein typisches Beispiel, wo die Politik dann auch mal hart sein muss und sagen muss, nein, wir verstehen, die Automobilbranche braucht Unterstützung wie andere auch. Aber diese Unterstützung ist dann geknüpft, dass sie diesen Transfer, diese Transition, diesen Übergang und Strukturwandel viel stärker als bisher eingeht. Das heißt ganz explizit keine Unterstützung für alte Technologien, sondern Infrastruktur, starke digitale Infrastruktur, eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos, Investitionen in neue Technologien. Das ist zum Teil auch schon im Konjunkturprogramm drin, muss man auch sagen. Für Wasserstoff beispielsweise gibt es schon Elemente in den Konjunkturprogrammen. Aber das ist so ein typisches Beispiel, wo wir einfach viel, also wo man jetzt auch nicht die Sache schlecht macht und sagt, das ist ein Problem oder wir wollen die Automobilbranche schrumpfen. Das sehe ich nicht so, sondern man kann diesen Spagat hinbekommen, indem man dieser Branche sagt, so, ihr bekommt Unterstützung, aber das ist an klare Bedingungen geknüpft. Aber Herr Fratscher, wie erklären Sie sich das Lippenbekenntnis der Bundesregierung, was die Einhaltung der Klimaziele, Klimaneutralität bis 2050 ja sehr eindeutig zu sein scheint? Und dann gibt es diese Corona-Maßnahmen, dann gibt es eine Milliarde für die Umrüstung auf neue Diesel-Lkw, dann gibt es hunderte Millionen für Regionalflughäfen, dann gibt es Hilfen für die Lufthansa, ohne dass daran Bedingungen geknüpft werden, wie es beispielsweise auch in Frankreich gemacht worden ist. Wie erklären Sie sich das? Ja, die Erklärung liegt darin, was ich eben gesagt habe. Man versucht erst einmal Schlimmeres zu verhindern, indem man das, was wir im Augenblick haben, versucht zu stabilisieren. Und gewisserweise verständlich, aber es ist auch ein Fehler, wenn man damit eben existierende Strukturen so zementiert, dass man dann im Prinzip diesen Strukturwandel blockiert nach der Pandemie. Und deshalb muss man alle Konjunkturprogramme, alle Hilfsprogramme auch darauf prüfen, was ist die Auswirkung auf das Thema, auf das Ziel, auf die Klimaschutzziele, was ist die, sind die Auswirkungen auch in anderen Bereichen, digitale Transformation, Wettbewerb. Und ja, da sprechen Sie einige Punkte an. Eine ganz dringende Bereich, den die Politik angehen muss, ist eben Subventionen für klimaschädliche, beispielsweise für Dieselantrieb, das abzubauen und zu stoppen. Und da bin ich bei Ihnen. Also es ist nicht alles, was bisher gemacht wurde, gut und zielführend. Einiges macht einfach den Strukturwandel danach umso schwerer. Also jede Menge Luft nach oben, auch in Ihren Augen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Auch im Hinblick auf das konkrete Konjunkturprogramm. Ich glaube, wir brauchen so einen grundlegenden Kurswechsel in der ersten Phase der Pandemie zu sagen, jetzt wollen wir erstmal stabilisieren, Schlimmeres verhindern. Jetzt mal auch mal konstruktiv aufs nächste Jahr schauen. Ich würde mir wünschen, so, das haben wir am DEW Berlin vorgeschlagen, ein Zukunftspaket, in dem die Politik klar in Bezug auf Klimaschutz, auf Digitalisierung und auch soziale Strukturen ein Investitionsprogramm schürt und sagt, okay, wir wollen der Wirtschaft einen Impuls geben, genau in diesen Bereichen. Und weitere Maßnahmen werden einfach auch sehr stark daran gekoppelt, ob diese auf diese Ziele einzahlen. Carla Rimsma ist bei uns, Vertreterin von Fridays for Future. Carla Rimsma, Sie hatten eine Frage oder eine Anmerkung, bitte. Ehrlich gesagt, nicht. Dann habe ich die Hand falsch verstanden. Wenn nicht, dann nicht, dann. Oder doch? Gut. Eigentlich nicht. Gut. Herr Fratscher, dann würde ich gern einen Punkt doch noch mit Ihnen besprechen, der ein bisschen über das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit hinausgeht, einfach weil das ein so drängender Punkt ist. Es geht ja nicht nur um die Frage Nachhaltigkeit im Sinne von Klimaschutz, sondern es geht ja auch um die Frage der Nachhaltigkeit im Sinne von sozialer Gerechtigkeit. Da gibt es ja verschiedene Studien, zuletzt jetzt Hans-Böckler-Stiftung bei der Frage, inwieweit die Pandemie einkommensschwächere Teile der Bevölkerung deutlich stärker betrifft als die Einkommensstärkeren. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Wie haben Sie das bisher untersucht und zu welchen Schlüssen kommen Sie hier? Ja, ich glaube, es steht außer Frage, dass die Pandemie die soziale Polarisierung in Deutschland nochmal deutlich verschärft. Man sieht es im Arbeitsmarkt. Wir haben 500.000 Menschen, die arbeitslos geworden sind. Was wir gerne vergessen, 850.000 Minijobber haben ihren Job verloren. Das sind häufig Menschen eher mit geringem Einkommen.
nicht nur Studentinnen und Studenten, aber auch die brauchen das Geld, sondern auch viele Familien, die das Geld, diese 450 Euro brauchen. Wir sehen nicht nur im Arbeitsmarkt, dass die Polarisierung zunimmt, wir sehen es auch in den Familien. Familien mit kleinen Kindern sind besonders stark belastet, vor allem Alleinerziehende, die diesen Spagat zwischen stärkerer Verantwortung oder mehr Zeit in der Familie und gleichzeitig noch berufstätig sein zu müssen, diesen Spagat kaum hinbekommen. Also wir sehen auch bei der Gleichstellung von Männern und Frauen, dass Frauen viel stärker belastet sind, dass sie in Umfragen, dass deutlich mehr Frauen sagen, sie haben Nachteile durch diese Pandemie. Wir sehen regionale Unterschiede, die zunehmen, natürlich die Risikogruppen, ältere Menschen. Also sie haben ganz verschiedene Facetten, wo wir sehen, dass diese soziale Polarisierung zunimmt. Und meine Sorge ist, dass wir eben nicht nur über ein oder zwei Jahre der Pandemie reden, sondern dass das, was jetzt an Schaden angerichtet wird, die Menschen, die jetzt hinten runterfallen, die ihre Arbeit verlieren, eben nicht dann in einem Jahr oder einem halben Jahr sagen, so, jetzt starten wir wieder durch, sondern dass hier ein permanenter Schaden entsteht. Unternehmen, die pleite gehen, Kleinstunternehmen, auch Soloselbstständige, Kunstschaffende, wenn die einmal ihre Tätigkeit verloren haben, ist es nicht so, dass sie dann direkt wieder neue Arbeit finden und starten können. Also meine Sorge ist, dass wir hier über einen längeren Zeitraum einen permanenten Schaden haben und wo man überlegen muss, wie kann man gerade für diese Menschen Chancen schaffen, dass sie über neue Qualifizierungen, aber auch neue Chancen im Arbeitsmarkt wieder einen Fuß in die Tür bekommen. Und das gilt auch, viele der Hilfen, die im Augenblick gemacht wurden im Corona-Pandemie, waren halt nicht sehr zielgenau. Es gibt immer eine Abwägung. Schnell handeln, nehmen Sie das Thema Mehrwertsteuersenkung, das konnte man innerhalb von 2 Wochen umsetzen, ist sehr teuer, kostet 20 Milliarden Euro für dieses halbe Jahr, aber kommt eben jetzt von den Euro her eher besser verdienen auch zugute. Und da zu sagen, man will wirklich denen, die dringend Unterstützung benötigen, zielgenauer helfen, ist eine große Herausforderung. Es wurde mal gesprochen über ein Grundeinkommen in dieser Pandemie, dass man also, man hat bei Hartz IV beispielsweise einige Prüfungen reduziert oder den Zugang etwas erleichtert. Aber ich glaube, man muss auch da noch mal einen Schritt weiter gehen. Als letzter Punkt, glaube ich, brauchen wir ganz dringend eine Diskussion darüber, wie wir Leistung definieren. Wir haben zum Beispiel eine Studie am DIW in Berlin gemacht, die zeigt, dass Menschen, die in dieser Pandemie in systemrelevanten Berufen tätig sind, in der Pflege, im Gesundheitssektor, im Einzelhandel, die hinter der Kassiererin, Kassierer im Supermarkt, auch im Gebäudereinigung arbeiten sind, die extrem wichtig sind für uns als Gesellschaft, aber im Durchschnitt weniger Lohn erhalten, deutlich weniger auch Wertschätzung und übrigens überwiegend von Frauen gemacht werden. Auch da brauchen wir über die Corona-Pandemie hinaus wirklich eine Umorientierung, dass wir einfach hier als Gesellschaft neue Werte setzen oder die Werte, die wir haben, einfach auch dann im Arbeitsmarkt bei der Entlohnung, bei den Arbeitsbedingungen auch wieder gespiegelt werden. Also es sind viele Facetten. Wobei das interessante Fragen sind, weil das ja dann in den Bereich der Tarifautonomie auch reinspielt. Also die Frage ist nicht nur, wie das staatlich zu steuern ist, sondern wie auch die Tarifpartner möglicherweise ganz neu darüber nachdenken und vielleicht auch, was man dann an staatlichen Beihilfen leisten müsste. Herr Fratscher, was mich interessiert noch ist, wir erleben jetzt ja schon die zweite Welle dieser Pandemie. Alles, was Sie sagen, klingt ja eindrücklich und nachvollziehbar. Warum hat die Bundesregierung nicht jetzt bei den Corona-Hilfen diese Zielgenauigkeit, die Sie ja anmahnen, stärker in den Fokus genommen als in der ersten Welle? Man hat ja das Gefühl, dass das, was jetzt wieder mit den Novemberhilfen oder Dezemberhilfen oder möglicherweise Januar, Februar und Märzhilfen wieder ausgegeben wird und was, wenn ich Sie richtig verstanden habe, an sich ja keine falsche Maßnahme ist. Da geht es ja um die pure, nackte Überlebensnot vieler Kleinunternehmer auch. Aber trotzdem, warum hat man das nicht geschafft? Einmal muss man sagen, das also ist sicherlich positive Aspekte. Die Politik hat dazugelernt, hat sicherlich einige Fehler, die sie im Frühjahr und im Sommer gemacht hat, jetzt korrigiert. Nehmen Sie die Überbrückungshilfen, die im Juni für kleine mittelständische Unternehmen eingeführt wurden. Das ist im Sommer gar nicht abgeflossen, weil es zu bürokratisch war. Das hat man jetzt zum Teil korrigiert, etwas erleichtert. Also ich denke schon, dass die Politik entschieden reagiert, schnell reagiert, auch aus Fehlern lernt. Das ist sicherlich der positive Aspekt. Der kritische Aspekt, den ich sehe, ist, dass
man den Sommer nicht genutzt hat, um sich auf diese zweite Welle vorzubereiten. Alle Virologen haben uns gesagt, diese zweite Welle kommt im September, Oktober. Sie könnte härter sein als die erste, könnte länger anhalten, mehr Menschen betreffen. Und von Planung bei Schulen, wie man mit digitalem Unterricht umgeht, bei wirtschaftlichen Hilfen, wie man Solo-Selbstständige und manche Branchen erreicht, aber eben auch, was wir eben besprochen haben, auf Hilfen konkret auf Klimaschutz, auf strukturelle Transformation auszurichten. Da hat man im Sommer zu wenig getan. Man hat agiert nach dem Prinzip Hoffnung, das wird schon irgendwie gut gehen. Man hat den Spruch im Sommer immer gehört, wir können uns im zweiten Lockdown gar nicht mehr leisten. Und hat nicht verstanden, dass es nicht um Leisten geht, sondern dass diese zweite Welle letztlich nur dann auch wirtschaftlich verkraftet werden kann, wenn man eben Restriktionen einführt, die diese zweite Welle stoppen. Also man hat da, glaube ich, ein bisschen naiv und zu hoffnungsvoll im Sommer agiert. Und das rächt sich jetzt. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ansonsten klingt das wenig optimistisch, wenn ich Ihnen meinen Eindruck geben darf. Die wirtschaftlichen Risiken, die soziale Polarisierung, die verpassten Chancen auch im Hinsicht auf eine gestaltende Politik für mehr Klimaschutz. Was müsste sich ändern? Müsste sich nicht doch eine ganz andere Haltung gegenüber dieser Corona-Politik, gegenüber dieser Pandemie in der Politik durchsetzen, die sagt, wir nutzen jetzt die Chancen, die wir haben, anstatt hier mit dem Heftpflaster nur die schlimmsten Verletzungen und Wunden abzudecken zu versuchen? Schwierig zu sagen. Also Fakt ist, es gibt eigentlich kein Land in der Welt, in der die Politik größere wirtschaftliche Hilfen dieser Corona-Pandemie aufgelegt hat als in Deutschland. Gerade deshalb, ne? Und erinnern sich vor der Krise die schwarze Null, das war so die heilige Kuh, die hat man sofort geschlachtet und ist sofort in umgeschwenkt und hat jetzt wirklich einen neuen Kurs eingeschlagen. Ich glaube, man muss, also ich denke schon, die Politik muss zielgenauer sein mit den Maßnahmen. Wir haben darüber gesprochen, viel stärker auf Klimaschutz, auf strukturelle Transformation ausgerichtet, auf die soziale Polarisierung zu adressieren. Sie muss frühzeitiger agieren. Ich will aber noch einen Aspekt dazu bringen, und das ist einfach, ich befürchte, viele haben im Augenblick einfach überhöhte oder überzogene Erwartungen an das, was ein Staat leisten kann. Mhm. Ein Staat kann wirtschaftlich gesehen so eine Pandemie abmildern, kann helfen, kann unterstützen, aber er kann natürlich nicht die Verluste, den wirtschaftlichen Schaden ausgleichen, und das kann man nicht häufig genug sagen. Man hört die Diskussion, der Staat solle sich doch wie bei der Lufthansa jetzt auch noch an Dutzenden anderen Unternehmen oder Hunderten anderen Unternehmen beteiligen, soll einen Fonds schaffen für mittelständische Unternehmen und sich daran beteiligen. Und das ist für mich so ein Beispiel, bei dem wir realisieren müssen, wir haben in Deutschland das große Glück, dass wir gute staatliche Institutionen haben, starken Sozialstaat haben, wo der Staat eine Menge tun kann. Und der kann sicherlich einiges besser machen. Aber wir dürfen auch gleichzeitig nicht die falschen Erwartungen haben, denn dann kommt es zu Enttäuschung, kommt es zu Frustration, und dann wird auch die wirtschaftliche Erholung erschwert. Deshalb glaube ich auch da rein Wein einschenken und sagen, es gibt einfach Dinge, da ist auch der Staat am Ende mit seinem Latein. Und auch diese Ehrlichkeit, glaube ich, muss dazugehören. Ja, Herr Fratscher, mit diesem Appell an die Ehrlichkeit sage ich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns zu diskutieren. Ich glaube, das ist ein Thema, über das wir in Zukunft sowieso noch viel stärker und intensiver sprechen müssen. Die Pandemie wird voraussichtlich auch bis in den März und möglicherweise bis Ende nächstes Jahr nicht vorbei sein. Wir sind sehr gespannt und Sie sicher auch, wie die Impfforschung und die Ergebnisse, die wir haben, begründete Hoffnungen verbreitet haben oder nicht. Wir hoffen natürlich darauf, dass wir das Jahr 2021 anders beenden werden als das Jahr 2020. Aber das müssen wir abwarten. Vielen Dank, Herr Professor Fratscher, für die Zeit und für die klugen Anmerkungen zu diesem Thema, wie immer. Ja, Frau Remsma, zu viel Hoffnung für den Staat. Das waren die letzten Worte von Herrn Fratscher hier. Sehen Sie das auch so, dass wir hier den Leuten nicht zu viel falsche Hoffnungen machen sollten, gerade auch im Hinblick auf den Klimaschutz? Also ich glaube, beim Klimaschutz kann man das tatsächlich sagen. So, die Situation ist nicht einfach. Wir sind weit davon entfernt, das Pariser Klimaschutzabkommen gerade einzuhalten. Wenn wir uns angucken, vor 5 Jahren wurde das verabschiedet und jetzt dieses Jahr im Dezember soll eigentlich überprüft werden, wo stehen die Länder,
wie sind die Emissionsreduktionsziele. Und wir haben sowohl von den Zielen, die sich die einzelnen Staaten gesetzt haben, eine große Lücke hin zum Pariser Klimaabkommen, als auch von allem, was in privatwirtschaftlichen Verträgen und politischen Maßnahmen und Gesetzen tatsächlich beschlossen wurde, gibt es noch eine viel größere Lücke tatsächlich zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Und da sind wir weit von entfernt. Und was es da braucht, ist neben sozusagen der Hoffnung auf den Staat, weil da liegen sicherlich Mechanismen, die wir brauchen werden zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens, zur Eindämmung der Klimakrise, brauchen wir vor allen Dingen auch die Zivilgesellschaft, die das einfordert und die auch tatsächlich dieses Ja, wir wollen diese Maßnahmen, wir sind überzeugt davon, dass wir die Erderhitzung begrenzen müssen, wir wollen nicht untätig zugucken, wie wir weiter in einer Erderhitzung mit katastrophalen Folgen zusteuern, die das laut einfordert. Und das tut sie. Man sieht es bei den Wahlen auch im vergangenen Jahr, auch während der Pandemie hat man gesehen, Klima ist ein wahlentscheidendes Thema. Leute machen sich immer noch Gedanken darüber, gehen dafür auf die Straße. Und es wird nicht auf jeden Fall nicht ausreichen, sozusagen einfach zu hoffen, dass der Staat das jetzt regeln wird. Aber machen Sie sich nicht Sorgen darüber, dass das Thema Corona, die Pandemie, das Thema Klimaschutz nicht nur mittelfristig, sondern auch länger aus dem Fokus schieben könnte, was Politik angeht, aber auch was gesellschaftliche Wahrnehmung angeht? Also bei der Politik sieht man es natürlich. Die Dringlichkeit der Corona-Pandemie und auch des Handelns in der Corona-Pandemie war noch stärker gegeben. Und das sieht man bei den Politikern, worüber wird viel diskutiert, welche auch Entscheidungen werden vertagt. Aber was wir gleichzeitig sehen, ist, dass aus der Zivilgesellschaft immer noch ein starkes Ja zum Klimaschutz eben kommt, dass das eingefordert wird bei Wahlen, dass auch die Hoffnung geäußert wird, wenn jetzt Maßnahmen getroffen werden, müssen sie Klimaschutz beachten, müssen sie Emissionsziele beachten. Wir sehen es auch gerade auf einer europäischen und internationalen Ebene, dass da tatsächlich weitergedacht wird, dass da gerade im diplomatischen Bereich zumindest die eigentlich es weitergehen soll beim Thema Klima. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, diesen Diskurs auch aufrechtzuerhalten und jetzt nicht in diesen Modus zu schalten, okay, es ist jetzt Pandemie und wir machen jetzt die nächsten anderthalb Jahre nur noch Pandemie, sondern so wie wir auch über andere Themen jetzt sprechen, dürfen wir auch eben die Klimakrise nicht vergessen, weil was wir an der Stelle, glaube ich, nie vergessen dürfen, ist, dass als Deutschland, wenn wir unser CO2-Budget uns noch angucken, die Menge an Emissionen, die wir noch ausstoßen dürfen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, da haben wir bei unserem aktuellen Emissionsausstoß in weniger als 8 Jahren aufgebraucht. Mhm. Wenn wir da jetzt 1,5 Jahre lang nur Pandemiepolitik machen, dann wird es noch viel, viel schwieriger, die Reduktionen dann einzuleiten und das einzuhalten. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass jetzt auch dieses konsequente Handeln, gerade bei der Umstrukturierung, die sich auch gerade ergibt an vielen Stellen, eben eingefordert wird. Fehlt der Druck von der Straße in diesen Zeiten? Keine Fridays for Future-Demonstrationen im Augenblick. Ist das was, was fehlt? Das macht es natürlich definitiv nicht einfacher. Proteste auf der Straße sind weniger leicht zu überhören als online. Gerade in der Masse, wie wir es im vergangenen Jahr auch auf die Straßen geschafft haben, in fast jedem Ort irgendwie in Deutschland, in auch kleinsten Städten, dieses Thema und die Dringlichkeit irgendwie nach vorne zu bringen. Und auch der jungen Generation, die einfach oft überhört wird, wenn wir uns angucken, wenn jetzt über junge Leute gesprochen wird, dann sind es vielleicht die Schulen, aber außer in der Rolle als Schüler werden junge Menschen gerade nicht wahrgenommen. Dass sie auch berechtigte andere Zukunftsinteressen haben, wird irgendwie ignoriert. Natürlich fehlt das, aber es ist eben Pandemie, vieles muss sich umstellen, auch Fridays for Future musste das, hat es, glaube ich, auch gut gemacht. Wir haben es geschafft, auch im Herbst große Proteste mit Hygienekonzepten auf den Straßen zu organisieren, wo man auch zeigen konnte, Protest muss nicht aussehen wie hier bei den Querdenker-Demos. Das geht mit Abstand, es geht mit Maske, es geht mit vernünftigen Hygienekonzepten und verantwortungsbewusst. Aber natürlich, jetzt im Winter müssen wir uns umstellen, aber ich glaube, da sollte auch Politik in der Lage sein, dann auch andere Signale als Menschenmassen auf den Straßen eben aufzunehmen, weil klar ist, alles muss sich ändern und jetzt zu sagen, ja, weil niemand auf den Straßen war, war es ja nicht so wichtig. Mhm. Das darf an der Stelle keine Ausrede sein. Ja, vielen Dank, Carla Rimsmar. Die Zeit ist schon wieder vorbei für eine Sendung, wo wir den Bogen mal ein bisschen größer fassen wollten als sonst, nämlich zu schauen, inwieweit die Milliardenhilfen des Bundes in Sachen Nachhaltigkeit tatsächlich das Versprechen, was sich viele erhoffen, insbesondere von Fridays for Future. Das war ein eher pessimistischer Ausblick, wenn ich das so sagen darf, aber optimistisch in Hinsicht auf zivilgesellschaftliche Bewegungen, die hier vielleicht mehr Druck auf die Politik auch in den nächsten Monaten und Jahren wieder entwickeln können. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Stunde, die Sie sich Zeit genommen haben. Bedanke mich auch bei euch, dass ihr dabei wart. So schnell geht's vorbei und das war die 12. Ausgabe
von Studio M. Das Thema Corona und alles, was damit zu tun hat, wird sicher auch eine der nächsten Ausgaben immer noch beherrschen. Aber wir gucken auch nach anderen Themen, nicht nur hier, sondern natürlich auch beim Monitor. Vergesst auf keinen Fall, den Kanal hier zu abonnieren. Wir freuen uns über neue Abos und ansonsten sage ich, macht es gut, bleibt freundlich und bis zum nächsten Mal.